Den Entschluss zu fassen, sich auf den Weg zu machen, ist der erste Schritt, um aus dem Alltag auszubrechen und sich der Hektik zu entziehen. Den Tag, die Woche ohne Terminkalender zu leben. Pilgern heißt Auszeit und Entdeckung der Langsamkeit. Unterwegs sein bedeutet den Blick weiten, sich überraschen lassen und sich Neuem öffnen. Pilgern ist Urlaub für die Seele und immer auch ein Weg zu sich selbst. Es ist die Erfahrung, das Gefühl der Freiheit zu spüren und im Hier und Jetzt zu leben. Der Weg ist das Ziel. Was jetzt ist, zählt. Unterwegs sein bedeutet, beweglich zu werden und beweglich zu bleiben. Der Körper braucht Zeit, um sich auf das ungewohnte Gehen mit Gepäck einzustellen, sich zu überwinden, Anstrengung zu akzeptieren, den eigenen Rhythmus des Gehens zu finden. Man stellt sich der Herausforderung, neue Pfade zu beschreiten und auf Luxus und Bequemlichkeit zu verzichten. Nichts Beschwerliches sollte unnötig belasten. Man wird erstaunt feststellen, wie wenig zum Leben notwendig ist. Das Durchwandern unterschiedlichster Landschaften und die Wechselwirkungen des Wetters von Hitze, Kälte, Sonne, Regen und Wind machen die Pilgerreise zu einem intensiven Naturerlebnis. Beim Pilgern ist man dankbar für trockene Kleider, frisches Wasser, ein gutes Wort, für einen Rast- und Ruheplatz und für körperliches Wohlbefinden. Der monotone Schritt, der gleichmäßige Rhythmus von Atem und Herzschlag, Gehen und Ruhen
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang werden zur meditativen Annäherung an die Erfahrung des Göttlichen. Das Zeitgefühl verändert sich. Die Zeit rast nicht. Es wird einem nie langweilig. Es gelingt, ganz im Augenblick zu leben. Der Blick wird auf die Gegenwart statt auf die Vergangenheit oder Zukunft gerichtet. Wer bin ich? Wo stehe ich? Zu wem gehöre ich? An was glaube ich? Die Ankunft bewirkt Freude und Erleichterung. Der Ort ist erreicht, zu dem ich wollte. Um ins Innere zu kommen, überschreite ich die Schwelle. Dort lassen mich die Äußerlichkeiten des Raumes staunen, bewundern. Ich bin ganz da. Ich spreche und schweige. Ich höre und spüre, Gott ist da. Ich trage ihm meine Bitten, meine Freude und mein Leid und meinen Dank vor. Wenn ich wieder in den Alltag einsteige, empfinde ich eine große Dankbarkeit und Zufriedenheit. Und ich beginne wieder, die schönen Seiten des Lebens bewusster zu genießen. Ich spüre Veränderungen, bin gelassener und werde nachsichtiger mit mir und den anderen. Pilgern ist eine Unterbrechung des Alltags, ein Ausstieg auf Zeit. Das Leben ist eine lange Pilgerreise zu sich selbst.